Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man einen Sonnenuntergang über eine Altstadt bearbeitet. Also auch wenn man es auf diesem Bild nicht sofort erkennt, wir haben eigentlich einen Sonnenuntergang mit einer rötlichen Färbung am Himmel über dieser schönen Altstadt in der Toskana Massa Marittima. Ich zeige mal gleich, was die Schwierigkeiten bei dieser Bearbeitung sein werden, nämlich ein Blick aufs Histogramm zeigt, dass es voll ausgereizt ist. Also ich habe versucht, den Himmel nicht ausbrennen zu lassen, ist er wahrscheinlich doch ein bisschen ausgebrannt. Und die extremen Schatten, die man hat, die wollte ich eben auch noch behalten. Also insofern eine schwierige Ausgangssituation, die man aber nun mal hat, wenn man Sonnenuntergang fotografieren will. Da muss man sich entscheiden, wie viel vom Himmel will man, wie viel vom Vordergrund will man. Ich habe jetzt so einen Kompromiss gefunden, womit man dann noch ganz gut arbeiten kann. Also fange ich mal an. Zuerst würde ich das Bild zuschneiden. Denn hier unten sind mir jetzt zu unrelevante Informationen mit drauf, die so ein bisschen ablenken. Ich möchte so ein bisschen die Bäume als Rahmen haben. Das Licht stört mich, das soll weg. Sodass ich mich für diesen Bildausschnitt entscheiden würde. Nun gucke ich mal zuerst, was hier eigentlich los ist. Also man sieht ja ein bisschen, ist es noch rot? In Wirklichkeit war der Himmel eben wirklich orange, ganz schön. Wie kriege ich das wieder zurück? Also es gibt einen Live-Filter, Lichter und Schatten. Und jetzt kümmere ich mich mal gar nicht um den Schatten, das mache ich später. Jetzt gehe ich mal auf die Lichter, indem ich die Spitzenlichter heruntersetze, hole ich hoffentlich wieder etwas von dem Rot zurück. Ja, wie man sieht, man kriegt wieder was zurück. Ich gehe mal so auf diesen Wert. Jetzt ist ja eigentlich das ganze Bild ein bisschen zu dunkel, mit Ausnahme natürlich des Himmels. Insofern möchte ich jetzt alles ein bisschen aufhellen, aber mit Ausnahme des Himmels. Also wähle ich den Himmel aus. Das dürfte ja eigentlich ganz einfach gehen, weil der ja sehr homogen ist. Jetzt gucke ich mal, wenn ich Veränderung vornehme, dass die Kante auch ordentlich ist und gehe jetzt auf die Maske und sage Kante verfeinern. Gehe jetzt nochmal so ein bisschen über die Kanten und sage gleichzeitig, die Kante soll ein klein bisschen weicher sein und werfe das Ganze als Auswahl aus. So, nun möchte ich ja gar nicht den Himmel auswählen, sondern ich möchte ja eigentlich, also den Himmel brauche ich nachher noch, aber jetzt möchte ich ja eigentlich den Restteller machen. Insofern kehre ich jetzt die Auswahl um und gehe jetzt mit einer Anpassungsebene Helligkeit und Kontrast und ziehe mir jetzt einfach mal die Helligkeit hoch. Einfach mal gucken, wie viel es verträgt. Also ich würde durchaus mal bis zu diesem Wert hier gehen. Gleichzeitig würde ich noch ein bisschen Kontrast reinbringen. So, jetzt widme ich mich mal dem Himmel. Dazu nehme ich jetzt diese Auswahl, die ich ja jetzt schon gemacht habe, aber kehre die wieder um, die sich jetzt nur auf den Himmel auswirkt und versuche jetzt wirklich mal diese Rotfärbung, die eigentlich an dem Abend vorherrschte, wieder ein bisschen zurückzubringen. Und das mache ich, indem ich einfach den Weißabgleich ein bisschen verändere. Und zwar ziehe ich einfach die Rottöne ein bisschen auf, weil sie macht es ein bisschen wärmer, so nach Geschmack. Und würde sagen, ungefähr so gefällt es mir. Allerdings glaube ich nicht, dass der Himmel bis hierhin so rötlich war. Wenn ich mich richtig erinnere, war er eigentlich mehr in diesem Bereich so rot. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ich maskiere jetzt einfach diese Färbung dort wieder hinaus, indem ich einen schwarzen Pinsel nehme mit verringerter Deckkraft. Ich nehme hier mal 30%, weiche Kanten, schön groß. Und maskiere das hier aus diesem Bereich so ein bisschen wieder raus, dass man so einen Übergang hat. So, das dürfte schon genügen. Wem das nicht reicht, wer es mag, ich zeige mal noch eine Methode, die noch funktionieren würde. Und zwar, indem man manuell Licht oder Farbe hineinmalt. Dazu erstellt man eine neue Ebene. Die nenne ich dann auch mal Röte. Dann wähle ich nur eine andere Farbe aus, nämlich zum Beispiel hier solch ein Orange. Gehe mit dem Blendmodus allerdings auf weiches Licht und male jetzt, habe ja immer noch die Auswahl aktiviert, also kann ich nichts kaputt machen, und male jetzt hier
allerdings muss ich immer die Deckkraft wieder erhöhen, male ich jetzt hier wieder ein bisschen was rein. So, das ist jetzt natürlich viel zu doll. Insofern werde ich jetzt die Deckkraft verringern. So aufpassen, dass es also nicht zu sehr künstlich aussieht. Aber so, also diesen Schritt, den könnte man machen, muss man aber nicht. So, jetzt möchte ich nochmal die Helligkeit verändern. Und zwar nicht von dem ganzen Bild, auch nicht von dem ganzen Vordergrund, sondern nur in Teilen. Und zwar dort, wo ein bisschen Beleuchtung eigentlich auch war. Also ich hatte das Pech, die Beleuchtung, das wird ja eigentlich auch angestrahlt, ist erst viel später angesprungen. Da war der Sonnenuntergang schon weg. Also mache ich mal Folgendes. Ich werde jetzt mal eine Anpassungsebene Helligkeit Kontrast nochmal drauflegen und achte mal jetzt nur auf den Turm, auf diesen Bereich und sage mal, der soll so diese Helligkeit bekommen. Jetzt kehre ich diese ganze Ebene mal um, mache es also wieder inaktiv und jetzt male ich diese Helligkeitsanpassung manuell rein. Also das würde ich jetzt einfach machen, wenn ich einen weißen Pinsel jetzt auf dieser Maske nehme. Ich werde auch gleich ein bisschen mit dem Pinsel arbeiten, aber hier akkurat zu arbeiten mit dem Pinsel wäre jetzt gar nicht so leicht. Wenn man hier so ein bisschen rüberkommt, würde man es sehen. Dann nehme ich mir als Hilfswerkzeug so eine rechteckige Auswahl. Habe hier eine geometrische Form und nehme dann den Pinsel und dann die Farbe weiß. Und jetzt sieht man das, dass sich das nur hier drin auswirkt. Jetzt brauche ich diese Auswahl nicht mehr. Jetzt fange ich tatsächlich an, so ein bisschen manuell. Hier muss man nicht ganz so akkurat arbeiten. Ich gehe aber auch mal mit der Deckkraft ein bisschen runter, weil ich will nicht die gleiche Helligkeit an jedem Ort. So, hierzu benötigt man jetzt eigentlich ein bisschen Zeit, weil man sich genau überlegen muss, wo sieht es denn gut aus, wo kommt Licht hin. Ich bezeichne das immer so ein bisschen als Lichtzeichnen. Das macht mir total Spaß übrigens, weil man damit den Charakter des Bildes verändert und so ein bisschen Lebendigkeit reinbringt. Also ich zeige jetzt nur mal kurz, wie es geht, damit es nicht zu lange dauert und es nicht zu langweilig wird, aber den Effekt, den sieht man schon. Ja, natürlich müsste man ja auch hier oben an der Turmspitze was machen. Und hier. Aber ich höre erstmal auf. Jetzt möchte ich nochmal so lokal ein bisschen Helligkeit reinbringen und auch was nachdunkeln. Das geht wiederum am besten mit Dodge & Burn. Dazu mache ich erstmal einen Screenshot. Nehme mir den Abwedelpinsel und male nochmal so kleine Licht, damit es nicht so gleichförmig aussieht, so kleine Lichtakzente hinein. Also hier geht es nicht darum, alles gleichmäßig aufzuhellen, wie ich eben mit der Helligkeit gearbeitet habe, sondern das Richtlicht so ein bisschen ungleichmäßig wirken zu lassen. So, auch hierzu würde man eigentlich ein bisschen Zeit verwenden. Ich zeige es nur mal schnell. Aber auch hier hat man schon sofort einen Effekt. So, und jetzt, was sich einem vielleicht nicht auf Anhieb erschließt, aber was sich doch anbietet. Die Landschaft im Hintergrund ist ja nicht im Fokus. Aber dennoch finde ich sie nicht ganz uninteressant. Also ich finde sie persönlich sehr schön, aber das Hauptmotiv ist ja eindeutig die Stadt. Man kann trotzdem ein bisschen mehr Lebendigkeit reinbringen, wenn man auch hier ein bisschen mehr Struktur reinbringt. Also es ist eine Hügelkette, die ja so ein bisschen wellig nochmal ist. Das kann man nochmal ein bisschen verstärken, indem man hier dunkle Akzente setzt. Nämlich die natürlichen, ich erhöhe mal die Deckkraft hier auf 20%, nämlich die natürlichen Hügel, habe hier Zwischentöne ausgewählt, so ein bisschen dunkler macht. Ich mache den mal ein bisschen kleiner und ganz weich den Pinsel. Ist mir jetzt zu hohe Deckkraft. Ja, so geht es nicht, sieht furchtbar aus. Ich zeige es mal an einer anderen Stelle. Aber so gehe ich dann im Prinzip dabei vor. Auch hier verwende ich eigentlich unglaublich viel Zeit
für lauter Details, die man vielleicht später gar nicht so sehen mag, aber ich finde, dass man damit ein Bild eigentlich gut aufwerten kann. Also auch hier möchte ich euch nicht ewig langweilen. Das ist hier eindeutig zu stark. Das ist auch zu stark. Also so würde ich es eigentlich nicht lassen. Zeige ich mal an einer anderen Stelle was. Wo bietet sich es an? Ah, hier würde sich es noch anbieten. So, auch hier ein Vorher-Nachher. Also ich finde, ich habe es hier versaut, es ist hier zu stark. Aber damit wertet man nochmal auf. So, jetzt möchte ich das ganze Bild schärfen. Gibt es ja diverse Methoden. Ich möchte jetzt zwei auf einmal anwenden. Ich sage auch warum. Also die erste ist der Live-Filter Klarheit. Also der ist hervorragend bei so Dämmerlicht, denn der schärft nicht nur, sondern der schafft auch Kontrast. Und dieses Bild würde durchaus noch ein bisschen Kontrast vertragen. Muss nur gucken, dass man es nicht überreizt, aber ich glaube, bis zu diesem Wert hier irgendwie kann man schon gehen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, um es mal zu zeigen. Vorher, nachher. Man muss aufpassen, wenn man es zu doll aufzieht, dann kriegt man hier so eine Halos, so einen Schein. Ja, und die zweite Möglichkeit ist, die ich jetzt auch anwenden werde, der Hochpassfilter. Und zwar erkennt er Kanten. Und jetzt entscheidet man praktisch, wie doll man schärfen will. Also, wenn man es zu doll macht, dann übertreibt man es natürlich. Ich würde mal vielleicht bis zu diesem Wert gehen. Allerdings muss man dann den Mischmodus ändern auf weiches Licht. Und hat dann nochmal geschärft. Ich zeig mal den Vorher-Nachher-Effekt. Also auch hier nochmal eine leichte Schärfung. Jetzt möchte ich die Altstadt noch ein bisschen mehr zur Geltung bringen durch mehr Kontrast. Nicht auf den Rest. Jetzt haben wir ja das Histogramm gesehen, was mir zeigt, dass inzwischen durch die Bearbeitung hat sich ja was verändert. Aber wir haben hauptsächlich hier Werte und wir haben am Ende Werte. Das heißt, wenn ich jetzt in den Kontrastregler einfach nur aufziehe, verändere ich ja alles. Wenn ich mir die Stadt angucke, sind aber die meisten Werte in diesem dunkleren Bereich, also dieser Bereich. Und insofern, wenn ich nur diesen Bereich mit stärkeren Kontrasten versehen will, dann muss ich jetzt was anderes machen. Dann nehme ich jetzt eine Anpassungsebene Gradationskurven und beachte gar nicht diesen Bereich der Kurve. Ja, hier sind ja die hellen Töne, sondern nur die dunklen. Setze mal hier Punkte und werde jetzt die ziemlich dunklen Töne noch ein bisschen dunkler ziehen. Und die von den dunklen, die etwas helleren Töne etwas heller ziehen. So, auch das sorgt nochmal vorher, nachher nochmal für ein bisschen mehr Kontrast, dass die Stadt noch ein bisschen mehr rauspoppt. Ja, jetzt kann man noch ein paar Kleinigkeiten machen. Ich zeige mal nur mal eine. Also zum Beispiel dieser Balkon hier. Der ist nun mal da, aber der stört jetzt so ein bisschen, weil der so hell hineinleuchtet. Also insofern, den werde ich jetzt mal entfernen, indem ich eine neue Ebene anlege und einfach mit dem Klonwerkzeug das entferne. So, dann suche ich mir hier einen Punkt. Da muss ich natürlich die Wirkungsweise ändern auf die Ebene und die da drunter. Und ziehe mir das hier einfach so ein bisschen rauf. Also in diesem Bereich muss man gar nicht so akkurat arbeiten. Hauptsache das helle Licht ist da weg. So, das gleiche müsste ich auch hier noch machen. Aber ansonsten, ihr seht, wie man diese Abendstimmung wieder zurückholen kann. Und wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt, dann sieht es dann so aus. Eigentlich sieht es jedes Mal ein klein wenig anders aus, je nachdem, welchen Geschmack man gerade hat. In welche Richtung man gerade geht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jake.